Gewonnen haben wir noch nicht, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben einen Vorsprung uns geholt, gleich zu Beginn dieser Schlacht hier. Wir haben nämlich den feindlichen General getötet. Herzlich, oder einen der beiden Generäle. Herzlich willkommen beim Let's Play mit Total War Attila. Ich bin Writing Bull und Christian Weigel, der Mit-Let's Player hier in der Reihe, pausiert kurz wegen Terminproblemen, sollte aber eventuell, ich tippe mal drauf, ach, ich lege mich fest, der ist, wie ich den kenne, in der nächsten Folge unbedingt dabei. Der wird viel zu nervös, wenn er mich hier alleine rumtaktieren und herumdilettieren sieht. Der hält sich ja für den größeren General und hat dann nur die Hosen gestrichen voll, wenn ich ja mit seinen Truppen über das Schlachtfeld hetze und nicht seinen klugen Kopf dabei habe. Das hält er nervlich gar nicht durch. Ich wette, der ist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Das ist die Übersicht, was wir bislang an Männern verloren haben, und der Feind, ihr seht, wir haben etwas mehr als 100 Männer schon, nein, noch nicht, doch etwas mehr als 100 Männer schon verloren. Das ist schon eine ganze Menge, weil wir doch weit im Hintertreffen waren zu Beginn. Da zählt jeder Mann, jeder Hunde doppelt und dreifach. Der Feind hat aber auch schon eine ganze Menge verloren. Also ich glaube, unterm Strich sieht es für uns besser aus, und wir haben halt einen General schon getötet. Weiter geht's. Im Hintergrund seht ihr eine etwas kleinere feindliche Armee, die auch kommt und mit in den Kampf eingreifen will. Hier greifen wir feindliche Plänkler und Bogenschützen an. Die werden von uns gejagt. Ein bisschen müssen wir immer aufpassen mit den Birden-Bogenkriegern. Sie nicht in Reichweite feindlicher Infanterie geraten. Was machen die Herrschaften denn hier? Gar nichts. Der steht ja so in der Gegend rum. Dann lassen wir den doch diesen Schleuderertrupp niederreiten. Ja. Genau, das machen wir. Ist noch einer, der steht ja nur so in der Gegend rum. Wir müssen jetzt aufpassen, in der Mitte kommt der erste Speerträger hier in Reichweite. Speerträgertruppe in Reichweite unserer Leute. Und hier müssen wir aufpassen, hier kommt der Feind jetzt. Also die ziehe ich lieber weg hier. Ich will nicht hier von zwei Seiten hier Probleme bekommen. Dann jage ich die, das ist mir zu riskant. Die sollen ruhig weiterschießen. In die Speerinfanterie rein. Aber hier die ziehe ich gleich wieder zurück. Und hier die beiden, die lasse ich hier in die Speerträger reinfeuern. Und den, die hier kann man doch jetzt angreifen. Obacht von den Speerträgern hier. Wie weit ist das feindliche Entsatz her? Ja, die kommen schon langsam. Die schicken die ersten Plänkler schon voran. Dann schicke ich hier die beiden. Die Bogenschützen, die schicke ich mal nach hinten. Die sollen nach hinten. Und der hier, der auch, der Trupp. Der kann hier hin. Und hier die schicke ich was weiter in die Mitte. Der kann schon mal hier die Axtinfanterie angreifen.
wollen wir mal unsere Nahkampfherrschaften durch, unsere Fernkampftruppen durchgehen. Hier, der greift den Speerträger, die Speerträger von der Seite aus beschießt er die. Angreifen. Die sollen hier reinschießen. Die schicke ich lieber weg von der. Von den Speerträgern hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Jagen die Bogenschützen. Da kommt, jetzt wird es interessant. Das ist der erste Trupp, glaube ich, von dem kleinen Heer, der dazukommt, der hier in den Kampf eingreift. Berittene Kriegsbande. Da sollten wir also gucken, dass wir mit Einheiten angreifen, die gut sind gegen Kavallerie. Mit denen hier zum Beispiel. Rein in die Kavallerie. Auf die trifft das nicht zu. Auf die auch nicht. Aber hier, die ist gut gegen Kavallerie. Oh, hier, die blinken auf. Das ist nicht gut. Dann gehen wir doch auf Nummer sicher. Und ziehen die aus dem Kampf raus. Die sind zu weit weg. Wir müssen unsere Truppen besser zusammenhalten. Die kommen an den Rand. Ja, wir sind hier mittlerweile genau zwischen den beiden Heeren. Genau die Situation, die ich vermeiden wollte. Das ist, weil es so verlockend ist, den Feind hier zu umzingeln. Aber die blinken ja schon. Ach komm, wir machen das. Wir machen das. Wir schicken die hier. Wir machen die, den Sack hier zu. In die Speerträger rein. Kann sein, dass die eine oder andere Truppe von uns dabei stiften geht, aber wir müssen hier auch ein bisschen auf Tempo gehen. Da kommt der Feind und wir haben die ja quasi umzingelt. Das heißt auch, dass wir hier zuschlagen können. Ich schicke den General, aber nicht in die Speerträger rein. Ihr schickt die hier hin. Und hier die schicke ich in die Speerträger rein. Muss ich nur aufpassen, wohin meine Bogenschützen feuern. Die sollen ja nicht hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da mache ich den Feuerfreimodus aus. Und versammle die hier an der Front zu denen, die jetzt hier kommen werden. Oh, nur noch ein 9er-Trupp. Das ist ja ganz schlecht. Der muss weg. Den
General schicken wir auch rein, aber da hinten. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kriegen wir hier Probleme mit diesen Kavalleristen, die hier vorgeprescht sind. Dann machen wir das so. Dann nehme ich bei all denen hier, die schicke ich hier rein in den Nahkampf. Einfach aufgrund der großen Übermacht sollte das doch eigentlich klappen. Ja, es klappt auch. Also das sieht schon mal gut aus. Hier in der Mitte, wie sieht's hier in der Mitte aus? Das ist ja Speerträgertrupp. Na doch, das sieht ganz gut aus. Weiter. Rein in die feindliche Kavallerie. Plänkler jagen. Auch hier. Plänkler jagt. Hopp, 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 hopp. Ja. Geklappt. Die sind zu langsam hier. Der Feind kommt zu langsam zur Hilfe. Die Speerinfanterie hier, die braucht er ewig. So, und mit denen hier können wir jetzt schon wieder hier eine neue Frontlinie bilden. Oh, die müssen weg. Oder wir holen uns... Nee, wir greifen in die Nahkampfkavallerie an. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt der Feind in Reichweite. Hier... Das ist ein kleiner Trupp Nahkampfkavallerie, das sind Schleuderer, die versuchen zu fliehen. Das ist die Hauptmacht, das sind die gefährlichsten. Hinten ist der feindliche General, das ist ja witzig. Da können wir doch wieder dasselbe Umfassungsmanöver versuchen. Die haben nur noch zwei Kavallerietrupps. Hier ist der eine Kavallerietrupp, wenn wir den aufgerieben haben, der hier, der fällt gleich. Dann ignorieren wir die Infanterie in der Mitte, dann beschießen wir die vielleicht von Bogenschützen. Und gehen mit unserer Kavallerie hinten rum, versuchen uns hier den feindlichen General zu schnappen. Was ist das für eine Nahkampfinfanterie auch? Speerträger? Nee, Schwertkämpfer auch. Das könnte doch klappen, aber erstmal verfolgen wir hier den Feind weiter. Die sollen in den Feind reinschießen. Und die anderen hier, was sind denn das für welche hier?
Der hier. Der. Der und der, ne? Das sind die vier hier. Ach, jetzt sind die wieder abgewählt. Die schicke ich schon mal nach rechts. So, wir gehen der Infanterie aus dem Weg. Bilden zwei Bögen. Zwei Flanken. Umgehen die von hinten. Holen uns dann den feindlichen General. Feind ist nicht so mobil wie wir. Und Angriff auf den General von der einen Seite. Die beiden holen sich den General von der anderen Seite. Und unsere Schützen schießen derweil hier in die Menge. Ein Trupp nehmen wir hier für die Flüchtenden. Hier rein in die Schleuderer. Statistik. Boah, der Feind hat etwa noch ein Drittel der Truppen. Hier fällt gleich der gegnerische General. Den braucht man nicht, unseren König, den braucht man nicht bei den bei so ein paar Schleuderern. Das können die auch so machen. So, der Feind in der Mitte umzingelt. Hier sollte bald der König fallen. Was für ein Geknoll. Hier, die stehen in der Mitte. Wehren sich verzweifelt, der Feind kommt aber von allen Seiten. So, wir schießen hier in das Pulk rein. Und um das Chaos noch ein bisschen zu steigern.
Das sind jetzt aber Truppen, die eventuell in die Stadt zurückreiten. Das heißt, zumindest wenn es Speerinfanterie ist, dann sollten wir die, glaube ich, fertig machen. Die flüchten dann hier. Das sind Schleuderer, doch, das machen wir. Oh, die sind hier kurz. Oh, noch ein größerer Trupp eigentlich kaum. Kaum eine Rede wert. Kann man auch weiterlaufen lassen. Speerträger wieder rein. Na ja, komm. Der feindliche König hat ein Problem, glaube ich. Ja, ist am Flüchten. Jetzt können wir hier die, das sind alles Plänkler hier, Plänkler und Bogenschützen, die können wir jetzt schon mal niederreiten. Dazu nehmen wir alle unsere Bogenschützen, machen auf, können die lose, genau, und gehen mit allen in den Nahkampfangriff. Und zwar hier in die Mitte. So, dann kommen die von der Seite. Die hetzen die dann wie die Hasen. Und hier die. Die hetzen wir hier rein. Von denen machen wir einen, ziehen einen Teil nach links und einen Teil nach rechts. Winziger Trupp Speerinfanterie noch hier. Ja, das ist jetzt auch mehr noch ein Reste aufwischen. Müssen wir aufpassen, hier ist ein letzter halbwegs. Standhafter Trupp übrig geblieben.
braucht man die Speerträger. Auch wenn die flüchten, auf jeden Fall rauszunehmen. Vor denen habe ich nämlich ein gewisses Maß an Respekt. Jetzt flüchten alle, oder? Das war's. Jetzt gilt es nur, den der Feind gerne zurück möchte in die Stadt. Das würde ich gerne verhindern. Wir haben auch Männer verloren. Ja, 40%, 30-40%. Das ist schon eine ganze Menge. Na, und was haben wir hier? Ein prähistorisches Steinmonument. Oh Gott. Habe ich da gerade dreimal tötet sie hintereinander geholt, gehört? Das war's. Der Feind ist gebrochen. Heute sind Tod und Unehre das ihrige Schicksal. Doch ist ihre Niederlage eine knappe. Auch wenn die Niederlage noch so knapp war, Tod ist Tod. So, wir haben, haben viele Truppen verloren, 392. Boah, schaut euch mal an, wie wenige hier teilweise nur noch übrig geblieben sind. Wir brauchen mal ewig, bis sie wieder aufgepäppelt sind, aber der Feind ist, den gibt's noch schlechter. Boah, Leo Wiegild, vor allem die Verteidiger, wie viele haben die verloren? 5 Leute sind noch übrig geblieben bei den Verteidigern, das ist gut. Also, dass es so wenige sind, das ist richtig, richtig wichtig. Feindliche Streitkräfte. Die Dunkelroten, das sind die Truppen, die jetzt komplett rausgenommen sind. Der Trupp hier, das sind die Verteidiger. Von König Valia in der Stadt drin, alle. Alle weg. Auch hier. Alle Anten weg. Ne, hier noch 3 und 2er, aber die wurden anscheinend auch aufgelöst dann, weil das nur noch so wenige waren. Und der versucht hat, die zu retten, der König Leo Wiegild der Veneter, ja, der hat noch ein paar Kavalleristen zurückbehalten, aber auch fast alles raus. Was machen wir? Lösegeld für Gefangene auf gar keinen Fall. Krieger übernehmen, Einheitsverstärkung 16%, ganz, ganz wichtig, das machen wir.
Für das alles! Da reitet er weg, Leo wiegelt. Und. Komm, spannt mich nicht so auf die Folter. Gehört jetzt die Stadt uns oder nicht? Die Pflicht ruft, diese Streitkräfte braucht eine Führung. Jetzt, wo der Kommandant weg ist, wer wird diese übernehmen? Welcher Kommandant ist denn weg? Die Rösser des Untergangs, den hatten wir doch eben einen zugewiesen. Mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwas passiert, aber den hatten wir doch einen zugewiesen. Welcher war denn das nochmal? Mundzuck, oder? Also Charaton sicher nicht. Das war der mit der Mini-Loyalität, den haben wir ja gerade abgewählt. Den zweiten Kuridag auch nicht, das war einer von denen hier oben. Oktar oder Mundzuck? War es nicht Mundzuck? Hatten wir uns nicht für den entschieden? Ich denke ja. Er flucht gerne. Naja. Ich glaube, das war der. Ich habe es noch nicht gemerkt. 28 hat er hier an Einflusspunkten. Hohe Loyalität ist das Allerwichtigste. 47 Einfluss bringt er mit. Die anderen Werte sind auch alle gut. Ich glaube, das war der hier, ne? Ich glaube, das war Mundzuck. Komisch, hat man da eben gemacht. Feind im Kampf getötet. Das haben wir gerade mitbekommen. Wir waren dabei. Er auch. Das ist der Verteidiger gewesen dieser Stadt. Schon wieder dieser feindliche Agent. Charaton, Loyalität wankt. Den haben wir doch abgelöst. Ach so, der ist weiterhin... ist weiterhin da, im Volk. Jetzt in der hinteren Reihe. Und intrigiert. Ein Söldnerkommandant auf der Durchreise bittet um eine Audienz. Wenn wir im Voraus zahlen, bietet er uns seine Loyalität und seine Schwerter. Untertan Imrik. So, bevor wir uns jetzt aber angucken, wie es hier aussieht, machen wir noch eine kleine Verschnaufpause mit diesem malerischen Anblick hier. Wir stehen vor den Toren Arheimas. Ist die Stadt immer noch nicht gefallen? Wir werden uns das mal aus der Nähe anschauen. In der nächsten Folge. Und ich wette dann wieder mit Christian dabei. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.